Verdächtig. Der nächste Tag. Es ist unwirklich. Alles ist unwirklich. Es ist nicht begreifbar. Ich habe einen PCR-Test hinter mir. Als Angehöriger eines Corona-Verdächtigen, der in unmittelbarer Nähe zu mir wohnt, sagen wir mal so 10 Meter, ohne dazwischenliegende abschließbare Türen. Und mein Test ist negativ. Ich habe mich nicht angesteckt an dieser hoch ansteckenden Krankheit. Nein, es wurde noch nicht einmal ein Brösel eines toten Virus in mir gefunden. Noch nicht mal das. Bin ich immun? Hat mein Immunsystem tatsächlich einfach nur das Ding einfach vernascht? Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Epidemiologe und auch kein Virologe und überhaupt nur ein Laie. Und ich habe ja keine Ahnung, aber ich bin ausgestattet jetzt mit einem Ergebnis, einem Beleg, einem Wisch, einem Papier, auf dem steht, dass ich vorgestern frei von Covid, frei von infektiösen, ich weiß gar nicht, was das für ein Test ist, was sagt er überhaupt aus? Also, krank war ich ja nun nicht. Das hat man mir ja angesehen. Der Test weist jetzt also nach, dass keine Teile von Coronaviren auf mir gefunden wurden oder in mir, in meinem Rachen, in meinem Hals. Okay, also kann ich auch nicht infektiös sein. Und wahrscheinlich die Dinge auch nicht weitergeben. So viel zur Aussage. Aber das könnte sich ja inzwischen geändert haben. Also ich war vorgestern coronavirenfrei. Das sagt er aus irgendwie. Oder vorgestern frei von Teilen von Coronaviren. Ja, so muss man das wohl sehen. Also, das, was jetzt wirklich unwirklich ist, ist, dass dieser Corona-Verdächtige seit Tagen nicht getestet wird. Also ich habe jetzt mein Ergebnis und meinen Test und dieser Mensch da, ein paar Meter weiter, der tatsächlich mit Symptomen im Bett lag und sich auskuriert hat und das wahrscheinlich hat, weil er ist ja verdächtig und die Person, mit der er zusammen war, ist positiv auf Corona getestet worden. Ja, also ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass man bei ihm was finden wird. Wie gefährlich das ist, keine Ahnung. Also ich halte das für einen Satz, sage ich jetzt nicht zu Ende, sonst löscht man mir mein Video. Ja? Also, oder sperrt mir den Account oder guckt mich wieder schief an oder so. Nun gut, es ist unwirklich. Das Gesundheitsamt war gestern wieder nicht da und hat den wieder nicht getestet. Und der ist eingesperrt, zu Hause im Hausarrest. Und wissen Sie, was das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist? Dass das nicht nur uns betrifft als Familie, sondern dass das sie alle betrifft. In den kommenden Wochen und Monaten werden diese Situationen überall auftreten. Jemand kennt einen, der einen kennt, der einen positiven Corona-Test hat und schon geht's los. Ha, willst du dich nicht auch testen lassen? Du musst dich unbedingt testen lassen. Der Test sagt nichts aus, liebe Leute. Gar nichts. Wenn Sie sich gesund fühlen, kommen Sie runter von Angst und Panik. Es gibt keinen Anlass für diesen Test. Gehen Sie zum HNO-Arzt, wenn Sie Symptome haben, und machen Sie dann das Richtige. Aber diese Panik, die wir hier gerade schieben, ist völlig fehl am Platz. Sie ist unwirklich.